Es gibt kaum etwas Nervigeres, als wenn die Scheibenbremse an eurem Fahrrad schleift. Was ihr dagegen tun könnt, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, mein Name ist Matthias und heute kümmern wir uns um die schleifende Scheibenbremse. Dafür gibt es unterschiedliche Ursachen und für jede gibt es eine Lösung. Dass die Belege nicht parallel zur Scheibe ausgerichtet sind, das kann mehrere Gründe haben. Bei Fahrrädern mit Schnellspannern kann schon die kleinste Veränderung beim Einspannen Probleme verursachen. Manchmal ist auch eine falsch montierte Achsfeder, die sich um die Achsaufnahme gelegt hat. Wenn die Achse dann geschlossen wird, sind die Bremsbeläge und die Scheibe nicht mehr parallel ausgerichtet. Daneben kann ein schief in die Rahmenaufnahme eingespanntes Laufrad zum gleichen Problem führen. Die Lösung ist ganz einfach. Zunächst öffnet ihr den Schnellspanner. Von oben betrachtet sehe ich jetzt auch gleich den ersten Fehler, der auch wirklich häufig vorkommt. Und zwar wird der Schnellspanner hier auseinandergehalten von so zwei Federn. Und die eine Feder, die ist falsch herum montiert und hat sich über die Aufnahme, über die Achse gelegt und ist jetzt quasi zwischen der Federgabelaufnahme und der Achse und tut das ganze Laufrad jetzt hier etwas schief ausrichten. Achtet darauf, dass die spitze Seite der Feder nach innen zeigt. Der Fehler ist schnell behoben. Der Schnellspanner wird geöffnet. Und die kommt jetzt richtig rum drauf, indem ich sie einmal drehe und mit der dickeren Seite nach außen jeweils an beiden Seiten wieder zusammenbaue. Wenige Umdrehungen, schließen und jetzt kann das Laufrad wieder zurück in die Aufnahme der Gabel. Von oben ein bisschen Druck ausgeübt und schon sitzt das Ganze an der richtigen Position. Jetzt den Schnellspanner wieder schließen. Geschlossen wird er handfest. Kleiner Tipp, nach oben ausgerichtet, weil dann kann auch kein Hindernis unter der Fahrt oder im Transport euch den Hebel öffnen. Diese Probleme habt ihr an modernen Fahrrädern nicht, denn die sind mit Steckachse ausgestattet und hier ist einfach eine Zentrierung vorprogrammiert. Wenn es jetzt allerdings immer noch schleift, dann kann es noch weitere Ursachen haben, zum Beispiel, dass der Bremssattel einfach schief verschraubt ist oder dass die Bremsbeläge schief sich abgenutzt haben. Und wie ihr das löst, das zeige ich euch jetzt an diesem Rad hier. Dazu braucht ihr einfach nur einen Imbusschlüssel. Die Verschraubung des Bremssattels auf den Rahmen, die ist genial ausgeführt. Hier sind so Unterlegscheiben, die sind halbrund ausgeführt und die ermöglicht euch, dass ihr den Bremssattel zur Bremsscheibe ausrichten könnt. Und wie ihr das macht, ganz einfach. Ihr löst die zwei Imbusschrauben hier. Ein, zwei Umdrehungen reichen hier meistens aus. Dann kontrolliert ihr, dass das Ganze freigängig ist. Perfekt ist es. Im nächsten Schritt die Bremse festziehen und jetzt das Ganze wieder zuschrauben. Das Ganze mache ich jetzt nicht auf einen Durchgang, sondern vielleicht auf zwei, drei Durchgänge, damit ich hier ja nichts verspanne. Am Schluss noch einmal festgezogen. Und jetzt läuft es frei und ohne Schleifgeräusche. Wenn es jetzt immer noch schleift, dann hilft der Lichtspalttrick. Dazu braucht ihr einfach eine Lampe, so eine wie diese hier. Und die positioniert ihr hier unten unter dem Bremssattel und parallel zu den Bremsbelägen, dass ihr hier von unten schön die Lichtspalte seht, die sich dann bilden und den Abstand zwischen Bremsscheibe und Bremsbeläge beschreiben. Ähnlicher Vorgang wie vorhin. Ausrichten. Dazu muss davor die eine und die andere Imbusschraube gelöst werden. Und jetzt, wenn der Bremssattel locker ist, dann lässt er sich jetzt hier händisch ausrichten. Und zwar genau so, als dass genau an beiden Seiten, also jeweils zwischen Bremsbelag und Scheibe, der Lichtspalte gleich groß ausfällt. Wenn das der Fall ist, die Schraube nach und nach leicht zuschrauben. Und jetzt ist das Ganze einfach manuell hergestellt worden und läuft einwandfrei. Bremsscheiben können sich über Hitze oder Stöße verziehen bzw. verbiegen.
Der klassische Übeltäter ist der Fahrradständer vom Geschäft. Das Vorderrad reingeschoben, dann das Rad leicht gekippt und schon kann die Bremsscheibe verbogen sein. Und das kann man wieder deutlich an den Schleifgeräuschen hören. Wie ihr die in den Griff kriegt, das zeige ich euch jetzt. Um keine Verschmutzungen auf die Bremsscheibe zu bekommen, nehme ich dieses Tuch. Jetzt geht es darum, die Stelle herauszubekommen, wo die Bremsscheibe letztlich ausschlägt. Und das tut sie hier genau an einer Stelle. Das sehe ich jetzt auch ganz gut, weil ich mir hier wieder die Lampe unten zurechtgelegt habe. An dem einen Punkt, wo die Bremsscheibe jetzt ausschlägt in eine Richtung, den merke ich mir. Genau in dem Bereich tut sie das. Und damit geht es jetzt auf die gegenüberliegende Seite. Und jetzt muss ich natürlich auch gegenüberliegend zurückdrücken. Da könnt ihr ruhig Kraft aufwenden. Am besten rantasten für mehrere Versuche. Ja, das wird schon ein bisschen besser. Ja, wir haben genau noch einen Punkt hier. Genau der hier. Okay. Ja, das hat super funktioniert. Die Scheibe läuft jetzt wieder gerade durch die Belege und es schleift auch nichts mehr. Trotzdem, es gibt immer wieder Fälle, beziehungsweise es ist leicht möglich, dass die Bremse das nächste Mal, wenn ihr einen Berg runterfahrt und sie heiß wird, sich wieder zurück verzieht. Und in dem Fall oder überhaupt rate ich euch, kauft eine neue Bremsscheibe, die kostet 15 bis 30 Euro, weil an der Sicherheit, da sollte nie gespart werden. Hattet ihr schon mal eine schleifende Scheibenbremse? Wie habt ihr es gelöst? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Eine schlammige Bergabfahrt bzw. ein so verschmutztes Fahrrad kann ebenfalls ursächlich dafür sein, dass eure Scheibenbremsen anfangen zum Schleifen. Was jetzt hilft, putzen, putzen, putzen bzw. am Ende entfetten. Alles, was ihr dazu braucht, einen Eimer Wasser, einen Wasserschlauch, Bürsten empfehle ich euch. Die sind gerade dann gut, wenn es an die Detailarbeiten geht, wie beispielsweise hier an die Bremsen und zu allerletzt den guten alten Bremsenreiniger zum Entfetten und ein fusselfreies Baumwolltuch. Wichtig ist es hier am Schluss, dass ihr die Bremsen auch wirklich mit klarem Wasser abspült, denn hier sollten wirklich keine Waschmittelrückstände zurückbleiben, ansonsten kann es später wirklich Probleme geben. Nach dem gründlichen Spülen folgt das gründliche Trocknen. Und jetzt zum allerletzten Schritt, und zwar die Entfettung mit dem sauberen Baumwolltuch und dem Bremsenreiniger. Den würde ich als allererstes hier mal aufsprühen. Jetzt hier noch das Tuch besprühen. Die Bremsscheibe nehme ich jetzt hier zwischen meine Finger, dem Tuch und fahre den Bremsenreiniger hier das alles schön ab, damit es wirklich vollständig entfettet ist und anschließend kein Schmutz oder Verunreinigungsfilm hier mehr überbleibt. Übrigens, nass wollen Bremsen überhaupt nicht gern abgestellt werden. Kalk, Schmutzrückstände oder Seifenreste ziehen die Bremsbeläge regelrecht an. Das tun sie, weil die Beläge wie ein Schwamm die Flüssigkeit aufsaugen. Wenn ihr also euer Rad für die nächste Ausfahrt aus dem Schuppen holt, dann sind oft die Probleme vorprogrammiert. Mein Tipp an dieser Stelle, die Bremsen heiß bremsen. Und das geht ganz einfach. Fahrt los und sucht euch gegebenenfalls einen kleinen Berg. Fahrt 1 bis 2 Minuten unter hoher Last mit der einzelnen Bremse, sodass sie heiß wird. Beim E-Bike übernimmt der Motor die Arbeit. Oder beschleunigt ca. 20 Mal auf 25 km/h und bremst dann kräftig mit einer Bremse ab. Wiederholt das Ganze mit der anderen Bremse. Die Hitze lässt Verschmutzungen verdampfen. Wie heiß so eine Scheibenbremse werden kann, das könnt ihr hier sehen. Das sollte helfen, die Probleme zu lösen und eure Bremse wieder in Top-Zustand zu bringen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sind die Ursachen oft komplex und erfordern möglicherweise ein zeitintensives Vorgehen. Dazu zählen abgenutzte Bremsbeläge,
abgenutzte Bremsscheiben, falsch eingebaute Bremsbeläge oder Luft im Hydrauliksystem. Wenn ihr Tutorials zu diesen speziellen Themen sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Übrigens, wir haben noch eine Reihe weiterer Werkstatt-Tutorials rund ums Fahrrad. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und kein Tutorial mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal und läutet die Glocke. Bis dahin, bleibt fit und gute Fahrt!